Mich interessierte vor allem die Frage, wie erlebten Intellektuelle, in unserem Fall junge Künstler, den Ersten Weltkrieg, den Krieg an der Front. Die Ausstellung konzentriert sich hier auf einen St. Galler Künstler, der an der Front stand, und gleichzeitig einen Italiener, der auf der anderen Seite den Krieg hautnah erlebte. Augustin Meinrad-Bechtiger hatte auch den offiziellen Auftrag für die Schweizer Armee, Postkarten, Plakate, Soldatenzeitschriften zu illustrieren. Und darin ist natürlich vor allem eine etwas heroische Schweiz zu sehen, eine Schweiz, die die Grenzen verteidigt. Daneben gibt es auch persönliche Zeichnungen seiner Zeit an der Front, wo wir sehen, das Warten, der Alltag, die Langeweile. Was wir in seinen Zeichnungen sehen, ist, dass es eigentlich trotz Kälte, Hunger und Ängsten auf der Schweizer Seite doch immer wieder Platz für Kameradschaft und Freundschaft gab. Der junge Italiener Pio Rossi, der meldete sich als einer der Ersten in den Krieg freiwillig, überzeugt, dass es seine Pflicht war, diesem Staat zu dienen. Und zu Beginn sind eigentlich seine Worte noch voller Optimismus und voller Überzeugung für die Richtigkeit der Sache. Und dann erlebt er die allerletzte Schlacht am Isonzo, den chaotischen Rückzug der desolaten italienischen Armee und vor allem das Leid, das unglaubliche Leid der Zivilbevölkerung, bis dann auch seine Sprache und seine Zeichnungen von diesem Leid geprägt sind. Und eigentlich im Schlusssatz ist die endgültige Aussage, wo er schreibt, und da gibt es doch noch so Schamlose, die rufen, es lebe der Krieg.